Spielzeug ist nicht mehr hier. Das ist die Pappstadt, hier kommen wir. 10 Jahre lang haben wir es geschafft und sind immer noch fit und noch lange nicht schlapp. Lange nicht schlapp. Hey Leute, heute Morgen ging's wieder mit Frühsport los. Im Anschluss daran liegt unsere zweite Sendung. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Morgens um 11.30 Uhr hat Sandra Timo einen Heiratsantrag gemacht. Also du weißt ja schon, wir sind schon ein bisschen länger zusammen und ich habe mir überlegt. Die Papstadt wäre doch ein guter Anlass, um den Heiratsantrag zu machen. Alle, möchte ich noch sagen, dass ich dich über alles liebe und dass wir durch dick und dünn gegangen sind. Und deswegen möchte ich fragen, woraufhin sie um 3 Uhr heirateten mit anschließender Feier. Genug geredet. Viel Spaß mit unserer Sendung. Jetzt kommen die Bilder vom Streik gestern gegen das Ordnungsamt mit einem anschließenden Interview von dem Betriebsberater Timo. Wieso haben die Bürger gestreikt? Also die Bürger haben gestreikt, weil sie mit den Strafen nicht einverstanden waren und allgemein, wie sich das Ordnungsamt gegeben hat. Das Ordnungsamt an sich war ein bisschen unfreundlich und das versuchen wir jetzt zu ändern. Also was habt ihr dann dagegen gemacht? Also wir haben erstmal die Strafen gesenkt, dann haben wir bei uns in unserer Bude geschrieben, dass Freundlichkeit bei uns an erster Stelle steht. Und ja, das ist erstmal der erste Schritt von uns. Okay. Wie hat sich das Ordnungsamt beim zweiten Streik, also der Betriebsberater, wie hat es sich da verhalten? Unser Team vom Ordnungsamt hat versucht, die Sache in den Griff zu bekommen und die Leute so gut es ging einzukesseln und dadurch, damit das... damit der Verkehr normal weiterlaufen kann. Danke fürs Interview. Wie, das war's schon? Jetzt seht ihr das Interview mit dem neuen und alten Bürgermeister Joshua, der gerade seine erste Streiksituation erfolgreich gelöst hat. Seht es euch an. Wieso wolltest du eigentlich wieder Bürgermeister werden? Letztes Jahr fand ich ein cooles Gefühl und ich habe mich einfach mal dieses Jahr wieder aufstellen lassen. Hätte nicht gedacht, dass ich dieses Jahr Bürgermeister werde, weil sich so viele aufstellen lassen haben, aber hat ja wieder geklappt. Ja, hat man ja gesehen. Und wie fühlt es sich jetzt an, eigentlich jetzt schon das zweite Mal Bürgermeister zu sein? Angenehm. Okay, angenehm. Wie war dein Gefühl, als dein Name eigentlich aufgerufen wurde? Ich war happy. Okay, wohl das zweite Mal Bürgermeister und du warst happy. Okay, also, warum haben dich die Bürger deiner Meinung nach eigentlich wiedergewählt? Ich glaube, ich habe meine Sache letztes Jahr wohl gut gemacht und ja, ich bin einfach durch die Stadt gegangen, habe gerufen, wählt Joshua Janning und das hat dann geklappt. Hat man ja gesehen. Ja, hier ist ein Interview. Okay. Bist du eigentlich mit dem Stadtrat zufrieden, in dem du jetzt reingerutscht bist? Ja, die sind super. Okay. Und jetzt gerade war ja der Streik und wie hast du das Problem mit dem Streik gelöst? Also wir haben gerade eine Sitzung gemacht und beschlossen, dass wir das Arbeitslosengeld gar nicht mehr geben und dass wir das Geld der Betriebsberater auf 20 Fabu setzen. Okay, und warum eigentlich genau so? Also wie bist du auf die Idee gekommen, das Arbeitslosengeld jetzt abzusetzen? Das hat David Wild, die Idee hatte er und dann haben wir uns bei ihm angeschlossen. Ach so. Ja, okay. Ja, das waren auch meine ganzen Fragen. Danke fürs Interview. Dann tschüss. Tschüss, sag mal. Tschüss. Und? Willst du noch tschüss sagen? Nein. Ja, okay. Ja, dann verabschiede ich mich hier. Übrigens, Janis, das folgende Interview und diese ganzen schönen Mitschnitte hast du übrigens mir und dem schönen TV-Studio-Team
Team zu verdanken. Ja, einfach mal nur dafür, dass du einfach mal in die Kamera bzw. in mein Interview geplatzt bist und mir den Kuss auf die Wange gegeben hast und die ganze Zeit so, oh, du hast ein Interview. Wollte ich einfach mal, dass du auch eins hast. Und bitteschön. Hallo Jannes. Hallo. Wie vielen halbberühmten Persönlichkeiten hast du schon auf die Wange geküsst, wie in der Pappstadt? Also mit André insgesamt 36. Darunter war Angelina Jolie mal, Brad Pitt habe ich auch mal getroffen. Und du hast die alle auf die Wange geküsst? Auch. Auch an anderen Orten. Und warum hast du eigentlich die letzten Tage die ganze Zeit deine Mütze aufgehabt? War dein Haarwuchsmittel leer oder warum? Das ist natürlich toll, dass du die Frage jetzt gerade stellst, wo ich, wie ihr alle seht, keine Mütze auf habe. Ja, ich trage halt gerne Mützen. Also mein Haarwuchs ist noch ziemlich gut. Also ich habe ein ziemlich schönes, festes Haar. Auch hier im Brustbereich. Ja, ich trage die halt gerne. Gut zu wissen. Was sagst du eigentlich dazu, dass du am ersten Pappstadttag dieselben Klamotten anhattest wie auf deinem Bürgerpass? Arm? Also in der Pappstadt ersten Tage war ich arm, aber ob ich arm generell bin, würde ich nicht so direkt sagen. Das war natürlich irgendwie ein total komischer Zufall. Ja, weiß nicht. Das war auch wirklich nur Zufall? Ja, ich habe erst gedacht, ob wir die Bilder heute gemacht haben und ich das irgendwie nicht geistig so auf dem Schirm hatte, aber wir haben die Bilder ja schon vor ein paar Wochen gemacht. Das war wirklich nur Zufall. Also. Dann hat sich diese Frage auch geklärt. Was sagst du dazu, was sagst du deiner Verteidigung, dass du mit Gitarre durch die Gegend gerannt bist und illegal Geld gesammelt hast? Ja, ist ja so, wenn man kein Geld hat, dann muss man andere Wege finden, Geld zu machen. Ich meine, mittlerweile brauche ich das ja nicht mehr, weil wir ja mehr Geld kriegen. Nochmal hier danke an den Bürgermeister. Ja, man muss halt irgendwas machen. Aber das ist doch illegal. Ah, Ordnungsamt hat ja nichts gesehen, von daher bitte nicht nachmachen. Kein Problem. Stimmt es, dass du zwischendurch keine Socken an hast und du damit und dass du mit deiner Luftgitarre einen Song singst, der heißt I Will No Socks in the Morning? André, du Sau. ja, da gab es mal so eine Zeit lang, ich hatte so eine Zeit lang, da hatte ich irgendwie keinen Bock auf Socken und dann habe dann keine Socken getragen, was natürlich nicht so pralle ist, sollte man eigentlich tun. Heute habe ich Socken an übrigens. Da. Blaue Socken. das ist echt nicht. Ja, also das kam irgendwie zufällig. Also ich hatte dann, ja, halt morgens keine Socken angehabt. Und dann singst du einen Song? Ja, weiß nicht, das kam so spontan. Und dann, das war auch eine wirklich sehr lustige Idee. Ja. Ach, und mein Bruder hat letztens genau die gleichen Schuhe, wie du sie trägst, in den Müll geschmissen. Welche Schuhgröße hast du denn? Boah. ich habe Schuhgröße 46. Mein Bruder auch. Sehr interessant. Ja, die fand ich auch ganz toll. Und dann bin ich da reingesprungen und habe dann die Schuhe da rausgeholt, ja. Aus dem Müll? Ja, ich habe die ein bisschen sauber gemacht und dann... Okay, das war's dann jetzt eigentlich mit dem Interview. Herzlichen Dank. Nun könnt ihr fast nach Hause fahren, doch vorher müsst ihr noch unsere Outtakes angucken. Viel Spaß. Hey Leute, heute... Hey Leute! Oh Gott! Hey Leute, heute Morgen ging's wieder mit... Hey Leute, heute Morgen ging's wieder mit dem Anschluss. Danach ist unsere erste zweite Sendung. Also das ist die zweite Sendung. Ja, wie sie hat euch gefallen. Morgens um 11:30 hat Sandra ein Team ein. Volt, lass es, Alter. Jetzt habe ich mich echt nicht mehr verfolgt. Das war die dritte Papst-Vorsendung. Wir hoffen, dass ihr euch gefallen hat. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis morgen, Schnuppi.